Das ist ein guter Tag. Ein guter Tag für die Länder des westlichen Balkans, aber auch ein guter Tag für die Europäische Union. Wir begrüßen die vorgelegte Erweiterungsstrategie, weil sie eine neue Dynamik in unseren Prozess bringen kann. Es ist ein erneutes Zeichen an unsere Freunde auf dem westlichen Balkan, dass wir es ernst meinen. Und es ist ein klares Zeichen an die Menschen in der EU, dass wir ihre Bedenken ernst nehmen. Diese Strategie ist ein Teil eines Gesamtbildes. Reformen sind notwendig in den Ländern des westlichen Balkans und in der EU, damit die Integration auch erfolgreich durchgeführt werden kann. Eigentlich gibt es keinen Mangel an guten Worten und guten Absichten, aber es gibt einen Mangel an Umsetzung und Geschwindigkeit auf beiden Seiten. Die Strategie ist erstaunlich konkret. Meine Fraktion unterstützt diese Bemühungen und wir werden auch erstaunlich konkret sein in der Debatte um den MFF, wenn wir über die IPA-Mittel sprechen. Ich will hier nicht auf einzelne Länder eingehen, weil das werden wir bei den Länderberichten im April tun. Aber natürlich müssen mehr Kapitel geöffnet werden bei den Verhandlungen für Serbien und Montenegro. Und wir fordern die Aufnahme von Verhandlungen mit Albanien und Mazedonien noch in diesem Jahr. Albanien hat es sich erarbeitet. Und in Mazedonien würden wir auch zeigen, dass wir uns nicht mehr erpressen lassen von rückwärtsgewandten Nationalisten, weder die in Thessaloniki, noch die in Skopje, noch die in Brüssel. Letzter Punkt. Dieses Parlament hat sich stets engagiert, über Fraktionsgrenzen hinweg. Und das werden wir auch in Zukunft tun. Dieses konstruktive Miteinander, das ja nicht ohne Diskussion und Streit im Detail verläuft, erhoffen wir uns auch von den Parlamenten unserer Partner. Wir nehmen keine Regierungen auf in die EU, sondern die Völker des westlichen Balkans. Deshalb ist ein vielleicht intensiverer Dialog zwischen uns und den Oppositionsparteien in der Region auch wichtig, denn sie auch vertreten auch einen großen Teil der Bevölkerung. Vielen Dank.